Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Kochvideo. In dem heutigen Video zeige ich euch 5 leckere vegane Mittagessen Rezepte und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Das erste Rezept ist vegane Spaghetti Bolognese. Für dieses Rezept brauchen wir eine Packung Sojagranulat 125 Gramm, eine Dose gehackte Tomaten, eine Dose passierte Tomaten, 50 ml Wein, etwas Pfeffer, einen Esslöffel Vegeta, Salz nach Geschmack und eine große Zwiebel. Da ich keine Alkohol trinke, verwende ich alkoholfreien Wein, aber man könnte ganz normale Wein verwenden. Ups, ich habe fast vergessen, 3 kleine Knoblauchzehen gehören auch dazu. Als erstes habe ich das Sojagranulat in einen großen Schüssel reingegeben, danach Vegeta und ca. 1,5 Liter heißes Wasser drüber geschüttet und ca. 10 Minuten ziehen lassen. Danach habe ich den Zwiebel und den Knoblauch klein geschnitten und kurz auf die Seite gelassen. Nach ca. 10 Minuten ist mein Sojagranulat gut angeweicht und werde gleich das Wasser ausleeren und für weitere 5 Minuten abkühlen lassen. Anschließend habe ich das Sojagranulat fest mit der Hand gedrückt, bis kein Wasser mehr drinnen ist. Als nächstes habe ich etwas Öl in eine Pfanne reingegeben und das Sojagranulat für ca. 10 Minuten auf mittlerer Hitze angebraten. Nach ca. 10 Minuten ist mein Sojagranulat gut angebraten und anschließend habe ich den Zwiebeln und Knoblauch dazu gegeben und für weitere 10 Minuten angebraten oder bis die Zwiebel glasig ist. Mit Wein ablöschen und gut verrühren. Danach habe ich die passierte Tomaten und die gehackte Tomaten dazu gegeben, gut miteinander vermischt und für weitere 10 Minuten köcheln gelassen. Danach habe ich mit etwas Pfeffer gewürzt und mit Salz abgeschmeckt. Danach habe ich für 4 Personen ca. 300 Gramm Nudeln im Wasser mit etwas Salz gekocht. Und fertig ist meine vegane Spaghetti Bolognese. Das zweite Rezept, das ich für euch vorbereitet habe, ist gedünstetes Sauerkraut mit selbstgemachten Servietteknödel und mit veganen Barbecue-Streifen. Und für dieses Rezept brauchen wir 2,5 Kilogramm Sauerkraut, eine große Zwiebel, 50 ml Öl, einen Teelöffel Pfeffer, einen Teelöffel Paprikapulver, 4 Lorbeerblätter, 800 Gramm gehackte Tomaten. Für die Servietteknödel brauchen wir 250 ml Haferdrink, 250 Gramm Semmelwürfel, 3 Esslöffel Sojamehl, 1 Esslöffel Kartoffelstärke, 3 Esslöffel Semmelbrösel, ein wenig Salz, 1 Zwiebel ca. 50 Gramm, einen halben Bund Petersilien klein gehackt und ein wenig Muskatnuss. Als erstes habe ich mit dem Sauerkraut angefangen, zuerst halbiert, dann in Viertel und dann das Innere entfernt und anschließend das ganze Sauerkraut fein gehackt. Als nächstes habe ich den Zwiebel dann klein geschnitten. Anschließend in einen Topf habe ich den Öl reingegeben und den Zwiebel angebraten, bis es glasig ist. Und danach das klein gehackte Sauerkraut auch dazugeben, Paprikapulver und Pfeffer dazugeben und für ca. 20 Minuten auf mittlerer Hitze köcheln und ständig umrühren. Nach 20 Minuten habe ich die Hälfte von den gehackten Tomaten, sprich 400 Gramm, dazugegeben, danach umgerührt und anschließend die Lorbeerblätter dazugegeben und für weitere 20 Minuten köcheln. später die restliche gehackte Tomaten dazugeben und für weitere 90 Minuten auf die mittlere Hitze köcheln und nicht vergessen, ab und zu umrühren, damit das Kraut nicht am Topf kleben bleibt.
In der Zwischenzeit werde ich die Serviette-Knödel vorbereiten. Und zwar in einem großen Schüssel habe ich das Sojamehl reingegeben und 6 Esslöffel Sojadrink und gut miteinander verrührt. Danach habe ich die Semmelwürfel, der restliche Haferdrink, eine Prise Muskatnuss und Salz dazu gegeben und alle Zutaten gut miteinander vermengt. Danach habe ich die Zwiebel klein geschnitten und in etwas Öl glasig angebraten. Danach habe ich die Petersilie dazu gegeben und gut miteinander verrührt. Die Zwiebel-Petersilie-Mischung habe ich ebenfalls in den Schüssel dazu gegeben, danach Semmelbrösel und die Kartoffelstärke und mit der Hand zu einem Semmelknödelteig verknetet. Danach habe ich die Schüssel mit einem sauberen Tuch abgedeckt und für ca. 10 Minuten quellen lassen. Nach 10 Minuten kann ich meinen Semmelknödelteig weiter verarbeiten und werde mit den Händen die Semmelknödel formen. Anschließend habe ich in einem großen Topf Wasser erhitzt und die Serviette-Knödel für 15 Minuten kochen lassen. Achtung, sehr wichtig, das Wasser sollte nicht mehr stark kochen, sondern nur sieden. Als letztes habe ich die Barbecue-Streifen laut Verpackungsrezept zubereitet. Und so schaut mein fertiges Gericht aus. Dazu kann man, wenn man möchte, noch scharfe Peperoni servieren. Das nächste Rezept ist Tagliatelle mit Spinat und Champignons. Und für dieses Rezept brauchen wir 400 Gramm Tagliatelle, 300 Gramm Babyspinat, 400 Gramm Champignons, 100 Milliliter Gemüsebrühe, eine große Zwiebel, 3 Knoblauchzehen, 5 Esslöffel Pinienkerne, 2 Esslöffel Sojasauce, etwas Salz und etwas Pfeffer. Als erstes habe ich die Zwiebel klein geschnitten und auf die Seite gelassen. Nachdem ich die Champignons geputzt habe, habe ich sie danach in Scheibe geschnitten. Und danach die Knoblauchzehen klein gehackt. Danach habe ich die Tagliatelle in heißes Wasser gegeben, mit etwas Salz dazu und für ca. 6 Minuten kochen lassen. In der Zwischenzeit habe ich die Pinienkerne angeröstet und auf die Seite gelassen. Danach habe ich in eine Pfanne etwas Olivenöl eingegeben und die Champignons und die Zwiebel für ca. 5 Minuten angebraten oder bis sie leicht gebräunt sind. Den gehackten Knoblauch hinzufügen und für ca. 1 Minute mitrösten. Dann mit Sojasauce und Gemüsebrühe ablöschen und für weitere 2 Minuten köcheln lassen. Danach habe ich den Spinat hinzugefügt und für weitere 3 Minuten köcheln lassen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Die Nudeln in die Pfanne dazugeben und alles miteinander gut vermengen. Zum Schluss die Pinienkerne dazugeben und gut miteinander verrühren. Und so schaut mein fertiges Pilze-Tagliatelle-Gericht aus. Das nächste Rezept ist Reisnudeleintopf mit Spinat. Und für dieses Rezept brauchen wir eine Dose gehackte Tomaten, sprich 400 Gramm, 80 Gramm Babyspinat, 1200 ml Gemüsebrühe, 250 Gramm Reisnudeln, 2 Karotten, eine große Zwiebel, 3 kleine Knoblauchzehen, 2 Esslöffel Olivenöl, ein wenig frische Oregano, ca. 1/2 Teelöffel, 1-2 Rosmarin und 1-2 Thymian. Als erstes habe ich mit dem Gemüse angefangen. Nachdem ich alle geputzt und gewaschen habe, habe ich sie dann klein geschnitten.
In einem großen Topf habe ich zuerst das Olivenöl erhitzt und darin die Zwiebel für ca. 4 Minuten angeschwitzt. Die Karotten, Knoblauch, Sellerie dazugeben und weitere 5 Minuten anbraten und sehr wichtig, öfter umrühren. In der Zwischenzeit habe ich die Gewürze fein gehackt und auf die Seite gelassen. Danach die Reisnudeln, die gehackte Tomaten hinzufügen, umrühren und anschließend die Gewürze auch dazu geben und kurz aufköcheln. Mit Gemüsebrühe ablöschen und für ca. 12 bis 15 Minuten köcheln lassen oder bis die Nudeln gar sind und den Eintopf eindickt. Das Babyspinat dazugeben, unterheben und für weitere 2 Minuten ziehen lassen. Und fertig ist mein Reisnudel-Eintopf. Das letzte Rezept ist Falafel mit selbstgemachter Pommes. Das ist ein einfaches Rezept und dafür brauchen wir 6 Kartoffeln, vegane Mayonnaise und 2 Knoblauchzehen. Für den Falafel brauchen wir 250 Gramm Kichererbsen. Ich empfehle euch, nicht die Kichererbsen aus der Dose zu verwenden, weil es wird nicht dieselbe Konsistenz haben. Deswegen verwende ich die getrocknete Variante. Die Kichererbsen habe ich einen Tag davor für 24 Stunden im Wasser eingelegt. 2 große Zwiebeln, 2 Teelöffel Kumin, 2 Teelöffel Koriander, 1 halbe Teelöffel Pfeffer, 1 halbe Teelöffel Cayennepfeffer, 1 Esslöffel Mehl, 1 Teelöffel Natron, 1 Teelöffel Salz, 7 kleine Knoblauchzehen und 2 Bund Petersilien. Als erstes habe ich die Zwiebeln und Knoblauch grob geschnitten. Danach habe ich die Petersilie fein gehackt und auf die Seite gelassen. Für den nächsten Schritt habe ich das Wasser, in dem ich die Kichererbsen eingegeben habe, entfernt, danach die Kichererbsen kurz abgespült und dann wieder in denselben Schüttel reingegeben. Danach habe ich Zwiebeln, Petersilien, Knoblauch, Kumin, Koriander, Cayennepfeffer, Pfeffer, Salz hinzugefügt und alles miteinander gut verrührt. Anschließend habe ich die Mischung in einen Mixer reingegeben und alles püriert, bis eine homogene Masse entstanden ist. Wenn die Mischung fertig püriert ist, muss die Masse so aussehen, also wie man sieht, ist sehr homogen. Danach habe ich Natron und Mehl hinzugefügt und gut miteinander vermengt. Mit der Hilfe eines Eisportionierers habe ich die Masse portioniert und dann mit der Hand geformt. Anschließend mit der Hilfe eines Schaumkelle habe ich die Falafel vorsichtig im heißen Öl reingegeben und für ca. 3 bis 4 Minuten darin frittiert oder bis die Falafel eine schöne goldene Farbe bekommen haben. Für die selbstgemachte Pommes habe ich in einer Pfanne ausreichend Öl erhitzt und die Pommes auf mittlere Hitze darin angebraten, bis die Pommes eine schöne goldene Farbe bekommen haben. Damit die Pommes gleichmäßig angebraten sind, ist es sehr wichtig, dass alle 2 Minuten umgerührt wird. Für die Knoblauchsoße habe ich 2 Esslöffel vegane Mayonnaise in einem Schüssel reingegeben und darin ein Knoblauchzehe reingepresst und gut miteinander verrührt. Die leckere Falafel mit Pommes sind nun fertig und schmecken sehr, sehr lecker. So
So, meine Lieben, das war's schon mit dem Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, das Essen hat euch geschmeckt und bis nächstes Mal. Tschüss!